Heute bei Let's Talk. Müssen sich Mädchen besser benehmen als Jungs? Gönn dir, Junge. Nice, Alter. So geht das. Außerdem Tischmanieren. Was macht Sinn? Was ist übertrieben? Es ist doch wohl selbstverständlich, dass man bei Tisch nicht telefoniert. Benimm dich. Let's Talk. Willkommen zu Let's Talk. Benimm dich. Darüber reden heute Moritz. Er ist 16 und findet gutes Benehmen wichtig. Er meint aber, Mädchen benehmen sich besser als Jungen. Farina ist 15 und würde nie mit zu kurzem Rock in die Schule gehen. Sie findet, mit gutem Benehmen kommt man weiter. Sebastian ist 16 Jahre alt und weiß, wie man sich benimmt. Er meint aber, unter guten Freunden muss man sich nicht unbedingt benehmen. Luisa ist 17 und findet Respekt vor älteren Menschen sehr wichtig. Sie sagt, wenn man sich schlecht benimmt, liegt es an den Eltern. Nils ist 14 und mag auch beim Essen keine schlechten Manieren. Er meint, Tischmanieren gehören einfach zu gutem Benehmen. Cora ist 15 und findet es gerade für junge Menschen wichtig, respektvoll zu sein. Trotzdem sagt sie, auch ältere Menschen müssen sich gut benehmen. Und jetzt geht es los. Let's Talk. Was meinst du damit, dass ältere Menschen sich auch gut benehmen müssen? Also, ja, auf was jetzt die benehmen bezogen? Sich ja eigentlich zum Beispiel bei Lehrer oder sowas. Wenn die einfach, klar, wir müssen mal Respekt vor denen haben, aber wenn die halt keinen Respekt vor uns haben und uns dann total beleidigen oder sowas, finde ich sowas auch schlimm. Klar. Einer hatte zum Beispiel mal mehrere Pickel, dann kam sowas wie Erdbeerfresse oder sowas. Boah, und ich finde einfach, dass vor allem Lehrer. Ja, genau. Und zum Beispiel dann denke ich mir so, du bist zwar Lehrer und ich muss Respekt haben, aber sowas sagt man trotzdem nee, einfach nicht. Gar nicht. Respekt sollte auch von beiden Seiten auskommen. Ja, ja, kennt ihr die Situation, wenn ihr einer älteren Dame oder so die Tür aufhaltet? Ja. Ne? Dann, das ist ja so selbstverständlich schon für ja die, da, ja, ich, dass die da nicht Danke oder so sagen. Dann rufe ich meckern, immer so, ja, bitte macht schön. Genau, das mach ich und dann auch drehen immer sie sich immer um so, ja, danke. Das ist für die so selbstverständlich schon geworden und das finde ich ja einfach blöd. Ja, aber das weil gibt's ja auch man bei geht, jungen Leuten. Nee, aber man geht wirklich davon aus, so, ja, ja, die Jugend, die müssen nett sein. Genau. Und ältere Leute können manchmal so einen frechen Spruch bringen. Also aber manchmal habe ich das auch, genau, dass Omas da voll frech sind. Meine Mutter hat immer so einen schönen Spruch gebracht, der hat mich als kleines Kind total genervt. Aber es ist halt wirklich was Wahres dran. So wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder raus. Ja. Und so ist es halt echt so. Freundlichkeit ist ein Bumerang, den finde ich richtig gut. Ja, so, wenn du es wirst, dann kommst du wieder zurück. Ja. Den finde ich richtig gut. Ich denke einfach auch halt, dass so diese Erziehung, so eine gute Erziehung einfach auch generell gut ist, weil man blamiert sie sonst einfach. Genau, ja. Wenn ihr jetzt irgendwie alle so eine Clique wärt und ich würde irgendwie neu dazukommen, weil der Nils mich auf einmal mitbringt und wenn ich ja vielleicht an sich eigentlich ein ganz sympathischer bin, ja, aber mich überhaupt nicht benehmen kann, die ganze Zeit in die Ecke rotze, mhm, furze, röpse, was auch immer, dann habt ihr ja auch keinen Bock auf ja mich. Nee. Wenn man das genau von klein auf lernt, ja, dann gewöhnt man sich, dann genau ist es selbstverständlich für einen. Aber wenn es deinen Eltern scheißegal ist, dann ja macht man es auch nicht. Das ist immer ganz leid, wenn Kinder einfach dann auch schon so, man sieht so die Eltern und sehen einfach schon, wenn die, wie die Eltern mit dem Kind auch so umgehen. Ja. So, ja, du Dummkopf, kriegst du denn gar nichts genau geschissen. Und das tut mir dann immer irgendwie total leid, weil die Kinder können ja dann nichts dafür, dass sie genau so, so dumme Eltern haben, die sie so scheiße ja erziehen. Vor allem, du merkst auch, du hast dadurch echt Vorteile im Leben. Also ja zum Beispiel in der ja Schule ist es wirklich so, die Rabauken, die wirklich irgendwie so ganz frech oder so zu den Lehrern sind, die haben auch gleich irgendwie, sind gleich mehr runtergestuft als die Leute, die wirklich ja auch sagen, ja, danke schön, ja, bitte schön. Oder werden auch unfair benotet dann ganz ja schnell. Also ja man kriegt genau dadurch echt Nachteile. Es ist ja logisch, irgendwie, dass gutes Benehmen irgendwie wichtig ist. Und ich finde vor allem ja auch jetzt, egal ob du alt oder jung bist, also weißt du, ein Lehrer muss sich genauso gut benehmen wie der Schüler. Ja. Und, aber halt auch Mädchen und Jungen. Du kannst jetzt ja nicht sagen so, ja, okay, das Mädchen muss sich besser benehmen, obwohl das ja in der Gesellschaft eigentlich schon so ist. Oder du erwartest doch vom Mädchen, dass es sich besser benimmt. Das ist eigentlich ja total doof. Ja. Ist, ja. Ja. Pass doch auf, sie ist dort, als ich hier rein will. Ja, komm, lass mal eine Theke setzen. Ich wollte mich da hinsetzen. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Kriegst du gleich wieder. Sag mal, was soll man trinken? Ja, irgendwas Kaltes, manchmal ja Überdurst, ja. Mann, Mann. Das war das Mittagessen, etwas zu scharf. Ich habe auch zu scharf gegessen. Pass auf. Gönn dir, Junge. Ja, nice, Alter. So geht das. Haha, witzig. Sorry. So, Freunde, kurz. Okay, Getränke. Ah, okay. Ist was? Bist du auf dem Pott oder guckt ihr so scheiße? Zack. Alter! Vollidioten, Mann! Oh, Vollidioten. Wie sind die denn drauf?
Aber echt. Die eine rübst dir rum und die andere zeigt den Stinkefinger. Voll peinlich. Das war echt krass. Ganz das ist gar nicht, wie die sich benommen haben. Aber ich fand das krass, dass dann diese Barkeeper oder was das war, dass sie einfach gesagt haben so, yo, die Mädchen, das geht ja gar nicht so. Jungs waren viel schlimmer drauf. Ja, ist die, das ist aber nur Mädchen. Nur von Mädchen ist es kaum zu erwarten, dass sie so sind. Ja, weil Mädchen immer sonst, ach, Etepetete. Ja, nö, ich rülp's auch manchmal einfach aber so. Aber nicht im Restaurant. Nein, da nicht. So aber eben. Und oh, das ist mir aus Versehen mal passiert. Richtig laut und die Kartoffel hat mir auch nicht geschmeckt. Und dann habe ich so gegessen. Und dann habe ich so richtig wie so eine Kuh gegessen. Und mein Vater hat mich angeguckt und meinte so, Lisa, ne? Und ich dann so, also, mein Vater hat es so geschämt für mich, ne? So, weißt du, wenn ein Mädchen mal einmal was Blödes macht, ist sofort richtig schlimm. Und ein Junge, der kann sich ein bisschen mehr erlauben, bevor es auffällt. Irgendwie. Es wirkt halt gleich viel ekelhafter, finde ich, wenn ein Mädchen das macht, weil ich es auch einfach nicht von Mädchen gewohnt bin. Es ist unfeminin, finde ich einfach. Ja. Wenn Mädchen auch irgendwie so ein, sag ich mal, so ein Slang haben, ne? Also so irgendwie so ein bisschen asozialer reden, dann ist es auch gleich so, oh, bei Mädchen voll abschrecken. Aber und bei Jungs, die können Artikel, die können alles weglassen im Satz. Und da wird es akzeptiert. Ich finde es auch bei Jungs, finde ich es auch scheiße, wenn die einfach auf einmal sagen, yo, lass mal Kino oder so. Das ist auch bei beiden scheiße. Das Ding ist, ich glaube, bei Jungs sagt das niemand. Da sagt niemand, red mal normal. Ja. Und wenn ein Mädchen so redet, ja, wie redest du denn? Ja, vor allem das Ding ist nur, weil die Gesellschaft, weil das früher ja wirklich extremste war, dass Mädels immer nur nett waren, immer nur, ja, ja, klar. Und Jamie weiß es auch wirklich nur zugestimmt. Und deswegen erwartet man das, glaube ich, auch jetzt noch. Nein, aber ich finde auch, Mädchen sind wirklich auch, die können sich besser benehmen. Ja. Es ist einfach mal Fakt, dass Mädchen sich besser benehmen können. Die wissen, wenn ich komme da wollen, und dahin. Ja, genau, okay, dann wollt ihr es nicht. Aber ich finde auch, Mädchen wissen, ich komme da und dahin und muss so und so zu dem sein. Genau. Und ihr Jungs, ihr denkt einfach nicht darüber nach, über euer Verhalten. Ja, ihr geht einfach das stimmt wirklich nicht. Nee, das stimmt nicht. Ich will ja nicht sagen, dass ich jetzt überall hingehe und super Benehmen hat. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu meinem besten Kumpel fahre, dann ist das auch was anderes. Da geht man dann auch in Jogginghose oder so. Ich finde, Mädchen denken mehr darüber nach. Ja. Das Ding ist halt, wenn jetzt ein Junge zum Beispiel einmal, wenn ich jetzt kurz furze, dann lachen ja alle. Ja, und dann wenn so, jetzt ein Mädchen auf Eier und dann ist vorbei. Aber wenn du jetzt zum Beispiel furzt und dann alle und zwei Tage später sagen die dann noch, Luisa, weiß noch, als du vor zwei Tagen gefurzt hast. Oh mein Gott. Das ist nicht, also bei meinem Eltern mache ich das manchmal krass. So. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen halt sauer auf die bin und mit denen ein bisschen schneller dann bin ich einfach richtig frech und auch richtig, also dann merke ich auch selber, wie scheiße ich einfach bin, einfach nur so ein Statement zu setzen. Nee, ich könnte das nicht. Aber wisst ihr, was ich auch manchmal so denke? Wenn ihr so im Supermarkt seid oder so und ansteht ganz normal und dann kommt so jemand und meint so, sich vordrängeln zu müssen und ihr denkt euch so, wie blöd kann man sein, drängelt sich davor und so, benimmt sich richtig schlecht. Aber dann denkt man sich so im Nachhinein, ja okay, im Endeffekt war jetzt doch vor mir dran. Aber ich sag dann immer was, ey, stopp, hallo, ich stehe hier und sie müssen sich genauso hinten anstellen wie ich. So, aber trotzdem bringt ja schlechtes Benehmen einen teilweise auch voran. Aber ich finde, da kann aber auch einfach Nettigkeit oder sowas oder einfach mal ein bisschen Höflichkeit, sondern ich bin gerade ein bisschen Eile, könnte ich vielleicht vor. Ich finde, damit kommt man viel weiter. Ja, ich finde, Benehmen hat auch gar nicht nur was damit zu tun, was man sagt oder macht. Ich zum Beispiel würde nie mit einem richtig kurzen Rock zur Schule gehen. Oh, nee. Weil ich finde, Klamotten haben einfach auch ein Stück weit was mit Benehmen zu tun. Ja, das ist ein Logo. Das könnte dir gut stehen. Mhm. Luis! Ja? Wie findest du das? Super. Steht Opa bestimmt klasse. Luis, jetzt sei bitte nicht so frech, ja? Das ist für dich. Dazu das weiße Hemd und eine vernünftige blaue Jeans. Und du wirst der hübscheste Junge auf Opas 70. sein. Wow! Der heißeste Junge auf dem Rentnertreffen. So kannst du mich auch vielleicht mit Tante Franziska verkuppeln. Die ist erst 60, oder? Luis! Opa feiert in einem sehr feinen Restaurant. Da läufst du mir nicht in so einem Outfit rum. Gibt's es wenigstens in Farbe? Schwarz ist doch schön. Dann aber auf keinen Fall das Hemd. Natürlich trägst du ein Hemd. Warum bin ich eigentlich hier, wenn ich mir überhaupt nicht selbst aussuchen darf? Jetzt sei mal nicht frech. Wir nehmen das jetzt, komm. Luis? Schick, oder? Wie siehst du denn aus? Wie sehe ich denn aus? Ja, furchtbar! Wir hatten noch alles abgesprochen, ich verstehe dich nicht. Wieso? Ich habe das schwarze Sakko an, das weiße Hemd und die blaue Jeans. Genau wie du gesagt hast. Luis, deine Jeans hängt in Fetzen und auf Halbmast. Und das Allerschlimmste sind ja wohl die Schuhe. Was willst du denn mit den Schuhen? Über die haben wir gar nicht gesprochen. Und außerdem trägt man das heute so. Aber nicht auf Opas 70. Du gehst jetzt sofort nach oben, ziehst dir eine andere Hose und ordentliche Lederschuhe an. Und die dämliche Mütze, die ziehst du auch aus. Du siehst aus wie ein Penner.
Na gut. Ich hasse sowas, ne? Aber es ist ja auch wirklich so, ne? Ich meine, die Jungs, oder allgemein, wir müssen uns ja wirklich auch mal passend anziehen. Ja, ab 17 muss man keine Mütze haben, finde ich. Man muss keine Mütze aufhaben. Okay, ich glaube, aber die Mütze hat zu dem Jungen so gehört. Ich finde, wenn das so ein, wenn das einfach schon passend ist, Naja, aber Restaurant, Mütze, das geht nicht. Nee. Bei mir war das einmal so, da war so eine Phase, da war zum Beispiel so bauchfrei, total innen und so. Da hatte ich halt auch ein bauchfreies Oberteil und so. Dann habe ich das so auch einmal angezogen und man meinte halt auch so, ja, Cora muss aber wirklich nicht für die Schule sein. Das ist auch besser, wenn die Mutter dir das sagt, finde ich. Immer angenehmer, als wenn du in die Schule kommst und jeder so sagt, oh Gott, ey, du kannst doch nicht bauchfrei tragen. Ja, also im Sommer ist das ja nichts Schlimmes. Ja, wenn sie bauchfrei, sie muss ja nicht gleich im Bikini in die Schule kommen, wenn sie zum Beispiel einen Top trägt. Ich finde, Schule, da braucht man kein bauchfrei. Ich finde, man muss sich einfach anpassen. Kommt ja auch darauf an, wo du bist, wenn du jetzt am Strand irgendwo hockst und deine Currywurst ist auf Mallorca. Ja, das ist was anderes, aber wenn du in einem Restaurant kommst, dann finde ich, sollte man sich auch schon einfach anziehen. Ist ja ein gewisser Dresscode. Oder zum Beispiel, wenn du auf irgendwie so einer Besprechung bist mit Leuten, wo es um was Wichtiges geht und du kommst da halt irgendwie nicht in deinem Vorstellungsgespräch. Genau. Ja. Dann wirst du nicht ernst genommen. Ja. Dann wirst du einfach nicht ernst genommen. Es gibt ja auch immer Leute, die sagen so, ich möchte jetzt aus der Menge herausstechen und die gewinnen ja gerade mit solchen Outfits irgendwie Aufmerksamkeit. Ja, aber das heißt wie bei einer Beerdigung. Genau, du wirst nicht bunt auf eine Beerdigung. Ja, dann gehst du Es ist jetzt die eine Sache, wenn du aus der Menge rausstichst, indem du in der Schule ein knallrotes Shirt anhast und wenn du in einem Restaurant oberkörperfrei da rumchillst. Genau, man kann ja auch negativ Aufmerksamkeit. Ja, oder mit dem gewissen Dresscode einfach trotzdem auffallen, wenn man eine besondere Jacke anhat. Oder genau, oder auch richtig knallige Schuhe oder so, die können dann auch dein Markenzeichen sein und das stört keinen. Das ist dann nicht unhöflich wiederum. Ja. Aber ich finde, wenn man sich irgendwie unpassend kleidet oder wenn man irgendwas unpassend sagt, dann mischen sich die Eltern auch sehr schnell ein. Genau. Ja, aber wenn man, wo die Eltern sich nicht so auskennen, zum Beispiel im Internet, wo man ja jetzt mittlerweile auch vermehrt unterwegs ist, da kommt dann viel weniger so Vorgaben, wie man sich benehmen soll. Ja, weil die sich ja auch damit gar nicht so auskennen. Genau. Ja, klar. Hey! Kika, müssen wir sagen. Hey! Kika! Ihr müsst Hey Kika sagen. Ach so, ich dachte, okay. Ach so! Hey Kika! Das war, glaube ich, ein bisschen zu spät. Hey Kika! Wir sind die Jungs vom Kanal Grischi Studios. Ich bin Leon. Ich bin Fabian. Ich bin Tobi und wir stellen jeden... Grischi Studios ist ein YouTube-Kanal, den gibt es jetzt seit 2,5 Jahren und wir laden jeden Dienstag Sketche, Vlogs so im Comedy-Bereich hoch. Genau, und ihr seht, wie das bei uns so aussieht. Viel Spaß! Wir kennen uns jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren. Ich kannte Tobi ein bisschen länger und Leon und Tobi kannten sich auch schon. Und wir haben uns so kennengelernt, da gibt es gar keine spannende Geschichte eigentlich. Ich habe den Kanal vor 2,5 Jahren erstellt. Ich habe das damals eher so aus Spaß gemacht, habe aber ziemlich schnell für mich so festgestellt, dass ich das eigentlich auch professioneller machen möchte. Und habe dann angefangen, so kleine Filme zu erstellen, die damals natürlich von der Qualität noch ziemlich nicht mies waren, aber sie waren nicht so toll, wie sie heute sind. Also ich, ich habe, glaube ich, meinen Helfer vergessen. Ich schau mal kurz. Also wir haben wirklich feste Texte, manchmal aber auch nicht und meist einen richtigen Drehplan. Der wird aber zwischendurch variiert. Und wir machen das sogar wirklich, also alles selbst. Also wir planen die Videos selbst, wir treffen uns dann immer meistens Freitag, Samstags und drehen das zusammen. Und ich schneide das dann noch und lade das hoch. Soll ich sagen, halt die Fresse? Nee, sag halt den Mund, das ist... Die Fresse ist so böse. Wir achten sehr darauf, was wir im Video sagen. Wir wollen nicht, dass da Schimpfwörter drin sind. Und wir wollen halt nichts irgendwas mit Beleidigungen im Video haben, mit Sexismus und Rassismus oder irgendwie sowas in der Art. Finden wir halt überhaupt nicht gut. Auch im Internet muss man sich benehmen. Ausnahmsweise mal nicht auf YouTube, sondern bei uns hier im richtigen Fernsehen, die Grischis. Hallo Fabian, Leon und Tobias. Hallo. Ihr habt ja gerade gesagt, im Internet ist Benehmen auch wichtig. Warum eigentlich? Ich denke, der Unterschied auch zwischen Internet und Fernsehen ist, dass wenn man einmal was ins Internet hochlädt, das für immer im Internet bleibt und nicht nur einmalig gesehen wird, sondern über einen langen Zeitraum auch immer wieder geklickt wird. Und wenn man da natürlich einmal jemanden beleidigt, dann wird einem das über lange Zeit sehr, sehr übel genommen. Was sind denn dann so die wichtigsten Regeln für gutes Benehmen im Internet? Worauf muss man da achten? Also wir haben zum Beispiel auch eine sehr junge Zielgruppe und deshalb müssen wir extrem darauf achten, welche Wörter wir sagen. Und da gehen natürlich irgendwelche Schimpfwörter gar nicht. Das finden wir selbst auch nicht lustig im Video. Da muss man darauf achten, ob man nicht irgendwelche Gruppen verletzt von Menschen. So ein Witz, wir machen uns gerne über uns lustig, aber über irgendwelche Minderheiten, das geht gar nicht. Es gibt ja auch nur mal Hater auf YouTube. Was schreiben die dann euch für Sachen und wie geht ihr damit um?
Also bei uns ist es eigentlich so, es hält sich noch in Maßen mit den Hatern. Mhm. Aber was manchmal, also jetzt in letzter Zeit so kommt, dass viele zu Fabians Haare irgendwie was schreiben. Ja. Aber es ist halt sein eigener Geschmack, ihm gefällt es. Ich finde es mittlerweile auch oft sehr lustig. Also ich nehme es nicht geht. Ja. Mit Humor. Genau. Ja. Genau, aber es sind halt schon Kommentare dabei, wie irgendwie, ihr seid zu jung für YouTube, aber da hören wir eigentlich gar nicht drauf und machen halt unser Ding, so wie es uns gefällt. Ist es euch dann wirklich so scheißegal, wenn ihr irgendwie einen blöden Kommentar bekommt? Weil wenn ich einen blöden Kommentar bekomme, nehme ich mir das halt schon irgendwie zu Herzen und ärgere mich auch ein bisschen darüber. Also scheißegal ist es jetzt nicht so. Also man liest ihn wirklich durch, denkt drüber nach, was man dann macht. Was mache ich jetzt? Blockiere ich diesenjenigen? Lösche ich diesen Kommentar jetzt zum Beispiel unter einem Bild von mir? Oder lass es einfach stehen? Im Endeffekt nehmen wir es nicht wirklich ernst. Das haben wir wahrscheinlich über die 2 Jahre so ein bisschen trainiert, was wir da uns zu Herzen nehmen. Und so blöde Hater-Kommentare, die sind uns eigentlich mittlerweile ziemlich egal. Viele suchen ja auch einfach so Streit im Netz. Was glaubt ihr, warum die das machen und wo ist da der Sinn für die? Die Frage stelle ich mir auch sehr oft. Manchmal ist es... Ich weiß nicht, ob die Leute das toll finden, andere Leute runterzumachen. Ich denke, das, was die Leute auch da antreibt, ist dieses, dass man das in einer Gruppe tut. Das machen ja Leute nicht einzeln. Die bekommen ja da Aufmerksamkeit, die bekommen Zuspruch von anderen. Und das ist der erste Schritt, dass man da sagt, nein, das ist nicht cool, das like ich nicht, das teile ich nicht. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man auch da dann gegen kommentiert. Aber erstmal auch so zu sagen, ich finde das jetzt nicht lustig, dass jemand gemobbt wird, ist der entscheidende Schritt, den man da gehen muss. Aber ihr seid ja jetzt eigentlich schon Profis und könnt vielleicht damit umgehen. Aber wie ist es denn so, wenn jetzt normale User irgendwie auf Facebook oder auf Twitter oder so voll gehatet werden? Wenn ich sagen würde, einfach nicht drauf eingehen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich wurde aber auch damals, vor allem auf YouTube, ziemlich runtergemacht. Das ist nicht wie heute, das waren mehr Dislikes als Likes da. Ich denke, da muss man entweder drüber hinwegkommen, vielleicht sich Unterstützung suchen, Leuten sagen, könnt ihr vielleicht den und den mal melden in dem Social Network. Aber auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Was die Menschen da machen, ist beleidigend. Die wollen das erreichen und das darf man nicht zulassen. Okay. Danke an euch drei, dass ihr hier wart. Ja, danke. Bekommt einen Daumen nach oben. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Gerne. Auf zdftv.de findet ihr nochmal alle Infos zu den Jungs und auch noch ein extra Video von den Grischis. Also jetzt ab ins Netz auf zdftv.de. Na, schick genug? Nur noch extra einen Schlips von meinem Dad geliehen. Das müsste so gehen. Komm, das ist doch nur ein Essen mit deiner Mom und nicht die Königin von England. Wo du schon aussiehst wie eine kleine Prinzessin. Im Ernst, Nils. Meine Mutter kann sehr anstrengend sein mit ihren ganzen Regeln, was sich bei Tisch gehört und was nicht. Ich mach das schon, okay? Wollen wir? Ich hab echt totalen Hunger. Dann mal los. Aber bitte denk dran. Nicht mit vollem Mund sprechen, okay? Das ist das Allerwichtigste. Ja, unterschluckt bleibe ich schon noch, oder? Da seid ihr ja. Ich hab dich schon hier draußen. Schön, dass wir uns endlich ein bisschen näher kennenlernen, Nils. Ja, freut mich auch. Ich habe auch schon echt Hunger. Na dann, es ist schon alles angerichtet. Sehr nett. Vielen Dank, junger Mann. Ist doch selbstverständlich. Es riecht aber voll gut. Vielen Dank. Ich hoffe, du magst Bœuf Bourguignon. Hab noch nie gegessen, aber bestimmt. Warte doch bitte kurz, Nils. Ich reiche euch die Erbsen gleich an. Oh, sorry, ich wollte Ihnen nur helfen. Das ist überaus lieb von dir, aber das ist als Gastgeberin doch eher meine Angelegenheit. Oh, das wusste ich nicht. Kannst du dich vielleicht noch ein wenig gedulden? Es wäre doch schön, wenn wir alle zusammen anfangen könnten. Was meinst du? Klar, sorry, ich hatte nur... Und jetzt wünsche ich allen einen guten Appetit. Guten Appetit. Ja, wünsche ich auch. Tut mir echt leid. Hauptsache, es ist jetzt aus. Es ist doch wohl selbstverständlich, dass man bei Tisch nicht telefoniert. Wirklich, sorry nochmal.
Und? Schmeckt's, junger Mann? Hm. Mit Vollmond spricht man nicht. Oh, was eine schlimme Mutter. Der arme Junge, ja. Ohne Witz, der ja. Arme Junge. Das arme Mädchen, die muss es ja jeden Tag durchlesen. Ja. Ich hatte das zum Beispiel auch, ein Verwandter von mir, wenn ich da gegessen habe, da durften keine Kinder am Tisch sprechen, da durften nur die Erwachsenen reden. Warte. Das war vollkommen deppert. Wie lange ist das her? 1900. Mein Vater, darf ich essen? Bei uns zu Hause gibt es auch schon so ein paar Regeln. So zum Beispiel, meine Schwester hat immer so eine Hand so nicht auf dem Tisch gehabt. Und dann hat Papa schon mal gesagt, jetzt tu doch mal die zweite Hand auf dem Tisch und so. Aber es ist halt so irgendwie, keine Ahnung, so mehr so Kleinigkeiten. Ja. Und nicht so, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, oh, man wird beim Essen beobachtet und man kann direkt was falsch machen. Ich finde, es gibt einfach so ein paar Regeln, da muss man sich dran halten. Ich finde, man soll nicht schmatzen. Ich finde, Handy gehört sich auch nicht am Tisch. Man isst nicht, wenn nicht jeder halt sitzt. Ja. Man wartet halt, bis jeder fertig ist. Doch, finde ich aber wichtig. Also bei uns, wenn jemand fertig ist, dann darf der auch gehen. Ja. Der muss auch nicht fragen, darf ich jetzt gehen? Dann finde ich, gehört sich schon. Man sagt einfach, ich gehe jetzt und dann packt man das Essen weg und geht. Ich finde sowieso, also man muss jetzt unterscheiden können, wenn man zu Hause ist, kann man sich ja benehmen wie die Axt im Walde, das ist ja egal, da sieht es ja keiner. Aber man muss sich genauso zu benehmen wissen, wenn man irgendwo anders ist. Wenn ich jetzt bei meinem Freund zu Hause bin, dann ist es auch so am Essenstisch, dann weiß ich, wie ich mich zu benehmen habe. Dann bedanke ich mich auch fürs Essen und sowas. Ja, danke schön und räum vielleicht auch mit ab, so wenn sich das irgendwie anbietet. Das finde ich, gehört sich schon. Ja. Du kannst dich lieber ein bisschen zu gut benehmen als zu schlecht. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt so dann halt die ganze Zeit so die Ellenbogen an der Kante habe und so und richtig gut und auch die Pommes mit der Gabel essen, kommt nicht so peinlich. Nicht, als wenn alle irgendwie mit Messer und Gabel essen und du als einziger mit dem Finger isst. Einmal im Jahr, ich glaube, das war sogar ein Karneval, da hat Mama mit mir immer Piratenessen gemacht. Da hat sie dann immer Spaghetti mit Tomatensauce gemacht. Es war fast so, als würde man alles streichen, alles abgedeckt und dann durfte ich mit der Hand essen. Und dann habe ich immer... Das ist voll geil. Aber dafür habe ich mich dann auch an anderen Tagen einfach du wusstest, dass das eine Ausnahme ist. Du willst bei Freunden dann niemals mit deinen Händen hingehen und die Spaghetti so essen. Ja, aber das ist auch schön, wenn man das auch als Ausnahme dann sieht, weil wenn ich manche Leute wirklich essen sehe, ne? Könnte ich meine Triebe ausleben. Puh, weil wenn vor mir jetzt jemand sitzt und so doll schmatzt, dass ich sein zerkleinertes Essen im Mund gegenüber sehe, dann habe ich selber keinen Hunger mehr auf mein Essen und das will ich ja auch nicht. Aber ich finde, das Schmatzen zum Beispiel, das macht man doch nicht mit Absicht. Also ich mache es nicht mit Absicht. Kommt drauf an. Wenn du man kann drauf achten. Ja. Aber man merkt das doch, wenn man... Ja, wenn dir das Essen wieder aus dem Mund fällt, dann merkst du es. Aber bei mir ist es so, ich merke das echt nicht. Wie ist nochmal der Spruch? Was? Löffel zu Gabel, aber nicht Gabel zum Kopf oder so? Und was, Löffel wo so? Hast du den Löffel gegen? Ja, du nimmst den Kopf zum Besteck und nicht das Besteck genau, zum Kopf. Ja, genau, das meine ich. Das finde ich ganz eklig, wenn man so... Wenn man so angelehnt ist. Nee, das, so. Das, ja, stimmt, das von ist wichtig. Zu kleinen Kindern mit Flugzeugen. Ich würde zum Beispiel, okay, Füße auf dem Tisch sowieso nicht. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie irgendwie... so sitzen oder Kopf so. So kann ich auch gar nicht essen, ohne Schlabberlatz. Ihr wollt mitreden? Kein Problem. Im Internetblog könnt ihr jetzt eure Meinung loswerden und mit unseren Talkern chatten. Auf zdftv.de. Bis zum nächsten Mal bei Let's Talk. Also ich meine, es ist ja von Natur aus irgendwie so, dass ein Junge halt eine tiefere und lautere Stimme hat als ein Mädchen. Das stimmt nicht. Und dann... Danke, ihr drei, dass ihr hier wart. Wenn ich mich mit einem Mädchen treffe, da gehe ich auch aufs Klo zum Furzen oder also so. Also das habe ich wirklich nicht.